Hallo Freunde, willkommen zurück zu Plants vs. Zombies Garden Warfare. Bevor wir morgen richtig einsteigen mit dem neuen Multiplayer und den verschiedenen Spielmodi und so weiter und so fort, möchte ich euch noch ein Video zeigen aus der letzten Aufnahmesession. Und zwar ging es damals um den All-Star. Und euch ist im All-Star-Video vielleicht aufgefallen, dass wir ein Spiel hatten, wo nichts los war. Da waren wir auf dem Golfplatz unterwegs, haben dann ausgeloggt, weil nur noch zwei Zombies im Spiel waren und das bringt ja so nichts. Und ja, das nächste Spiel, das ihr dann beim All-Star-Video gesehen habt, war wieder ein Zombie-Spiel. Dazwischen kam ich aber nicht ins Zombie-Team, sondern in ein Pflanzenteam und war dann mal wieder ein bisschen als, ja, Sonnenblume unterwegs, was auch sonst. Und ja, darum geht's heute, das möchte ich euch nicht vorenthalten. Also nicht wundern, dass ich am Anfang ein bisschen Quatsch hier von wegen wenig los und danach wieder Zombies und so weiter, All-Star. Das passierte, wie gesagt, zur Aufnahme zum All-Star-Team und deshalb erzähle ich da so komisches Zeug. Einfach mal gar nicht ignorieren und viel Spaß haben. So, dann, da sind wir schon wieder. Jewel Junction. Andere Karte, also nehme ich mal an, dass hier mehr los ist. Wollen wir jetzt noch hoffen, dass wir ins Zombie-Team kommen und dann können wir nochmal den. Nö, da müssen wir erstmal ein bisschen bei den Pflanzen unterwegs sein. Ist okay. So, wie sieht's aus? Autsch. Na gut. Da ist ein bisschen was los. Das Spiel ist noch relativ ausgeglichen und scheint noch nicht so lange zu laufen. Das war schon mal ein ganz guter Einstieg. So muss es sein mit der Sonnenblume. Trau dich, oder auch nicht. Das ist es. Das war eine Erbsenkanone. Yippie. Was bist du denn? Interessant. Wer sich also fragt, warum sein Satellitenempfang so schlecht ist, wahrscheinlich weil die Satellitenschüssel aus Kartoffeln geschnitzt ist und die regelmäßig explodieren tuten tun. Da haben wir jetzt mal richtig mies getroffen. Fall doch endlich um. Ja, die Dinger funktionieren in mehrere Richtungen. Hihi. Mach nicht sowas hier. Mach dich nicht unglücklich, mein Freund. Das gibt's doch gar nicht. Na gut, Klebekanone. Mehr Imba als Sonnenlichtfunkel. Meh. Aber ich sehe schon, die All-Stars sind jetzt nicht so erfahren als Spieler. Hatten wir ein Glück, dass jetzt kein Zug kam. Das ist mir einmal passiert. Das muss nicht nochmal sein. Au. 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 Okay, nicht auf die Allstars rumhauen, wenn da noch andere daneben stehen. Interessant. Na gut. Jetzt stellt euch mal vor, wir hätten tatsächlich eine Damage-Klasse. Wo hüpfen denn unsere? Da ist jemand, den wir heilen können. Komm her, lass dich heilen. Gib mir Münzen. Na also. Gut. Da ist er voll geheilt. Und die Welt ist in Ordnung. Drüben schießt doch was.
Hihi, so seht ihr aus. Dich kenne ich doch. Ja, ich weiß, wir müssten die Sonnenblume da wieder beleben, aber da ist so schwer hinzukommen. Dich peppeln wir im 0,nix wieder hoch. Wir gehen Gassi mit unseren ganzen Freunden hier. Yay, alle an der Leine. Granate! Gerade sage ich es noch. So, graben wir uns mal hier ein bisschen ein. Nö, machen wir keinen Schaden. Au. Der hat uns voll erwischt. Dabei wollte ich eigentlich noch zur Seite gehen. Schade, schade. Aber macht nichts. Das Team verliert dadurch nichts. Ja, zwei Sonnenblumen peppeln sich ziemlich schnell wieder hoch. Den sollten wir vielleicht auch mal wiederbeleben. Und so nehmen wir den Zombies wieder einen ab. Au. Er schon wieder. So, da waren doch noch irgendwo in der Nähe freundliche Pflanzen. Yay. Bleib auf E. Gedrückt halten, bis der Kringel voll ist. Da, 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 da. Au, Granate. Er schon wieder. Immer noch. Na also, jetzt ist er hinüber. Die Frage ist, ob unser... Ja, hat er. Super, genug Zeit. Das ist halt Teamplay. So kriegen die Zombies da wirklich, wirklich wenige Punkte. Au, au. So. Warte einen kleinen Augenblick. Ich bin gleich wieder bei dir. Ich muss mich nur ganz kurz ein bisschen hochheilen. So, ein Sternchen noch. Na also. Gut. Und da ist irgendjemand geplatzt. Das sah so aus, als wäre da eine Pflanze bei gewesen. Yay! Kleine Quest bestanden. Heilen wir dich auch mal wieder voll. Oder auch nicht. Renn halt davon. Schnell, 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 schnell. Passt. Knappe Kiste. So, da oben ist noch eine Blume, die ein bisschen Sonnenlicht gebrauchen könnte. Dann gehen wir doch gleich mal hier hin. Bleib stehen, Blümchen, nicht rennen. Da komme ich doch nicht hin. Mäh. Andere Seite. Oh.
Komm mal her, wirst du gut gedüngt und wieder hochgepäppelt. Guckst du, stehst du. Macht nichts, dich haben wir auch gleich wieder hingestellt. Sodele. Oh, ich glaube, das wird ein ganz gutes Spiel. Oh, oh, das ist ein bisschen viel vielleicht. Au. Gut, die nehmen wir noch mit hier. Und da oben ist mal wieder jemand, der Heilung, Belebung und alles brauchen kann eigentlich. Na toll. Da haben wir uns gegenseitig erledigt. Auch mal ganz lustig, nur war für ihn leider ein Heiler in der Nähe. So, da ist mir zu viel los mit Zombies, da beleben wir uns selbst wieder. Und da haben wir Kameraden. Gruppenspiel, gemeinsam stärker und so weiter. Du, wart mal kurz. Du hast da was. Na also. Jetzt hat jede Sonnenblume eine Erbsenkanone an der Hand. Und da drüben ist der Wissenschaftler. Der regt mich ein bisschen auf. Ihr kennt doch das erste Gesetz. Ihr sollt keinen anderen Heiler neben mir haben. Und tschüss. Immer auf den Helm. Na also. Bisschen Heilung hat er sich verdient. Oh. Nochmal ganz kurz nachladen. 28 ist nicht so wahnsinnig viel. Und dann war... Hier irgendwo eine Erbse. Na, ich glaube, den da oben erreichen wir nicht rechtzeitig zum Wiederbeleben. Bleiben wir mal bei unserem Erbsenfreund hier. Ob die wirklich anwesend sind? Naja, wie auch immer. Dafür, dass ich euch eigentlich den All-Star zeigen wollte, habe ich jetzt ein bisschen was von der Sonnenblume gezeigt, fürchte ich. Na gut, ich meine, macht Spaß. Und wir kommen jetzt automatisch ins Zombie-Team. Das heißt, im nächsten Spiel kann ich euch dann den Dingsbums zeigen. All-Star. Was ist denn der Stern? Stern? Vorlagenmeister. Jiha! Ja, das ist okay. Und Meister Heiler. Wir haben mehr wiederbelebt. Ja, schon ausgelockt. Na gut. So, wir sehen uns dann in der nächsten Runde. Da zeige ich euch dann noch mal ein bisschen was vom All-Star. Bis gleich. Ja, ja, so kann es auch mal laufen mit der Sonnenblume. Solche Spiele machen richtig Spaß auf mehr. Da flutscht es irgendwie, da scheint alles zu passen. Bisschen schade, dass die All-Stars im Zombie-Team so ein bisschen abwesend waren. Vielleicht, ich weiß nicht, Maus kaputt, keine Ahnung. Jedenfalls... Gewonnenes Spiel ist gewonnenes Spiel. Gab eine ganze Menge Münzen, gab die ein oder andere Auszeichnung. Und ja, ich versuche sowas jetzt in den nächsten Spielen öfters hinzulegen. Nicht nur mit der Sonnenblume. Wie gesagt, wir fangen dann morgen an mit Multiplayer. Da zeige ich euch dann auch die verschiedenen Spielmodi. Ich schaue mal, dass ich noch ein paar Leute zusammentrommel. Dann machen wir Teamfights im Gartenkommando. Viele, viele Pflanzen in einem Team. Da können wir uns auch mal die höheren Schwierigkeitsgrade anschauen. Und ja, freut euch auf die kommenden Episoden. Ab morgen geht es dann los, wie gesagt. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen zur Sonnenblume. Ich fand das Spiel einfach herrlich, wollte ich euch nicht vorenthalten. Und gut, wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn ihr wollt. Bis dahin, macht's gut und haltet ihr uns steif. Ciao, Freunde!